Hallo mein Freund und herzlich willkommen zur Nebenmission Füllhorn. Wir sollen zu Polymorph Modeling gelangen und das ist genau hier, denn wie immer, wenn man eine Nebenmission wiederholt, wird die Welt neu geladen und man landet direkt vor dem Einsatzgebiet. Und damit wir ungefähr wissen, was abgeht, nochmal lesen. Eine Ingenieurin arbeitet an einem Hightech-3D-Drucker, der die Welt revolutionieren könnte. Sie braucht wichtige Komponenten, um Reparaturen durchzuführen. Sentinel sucht jedoch nach Möglichkeiten, den Drucker für Waffen zu benutzen. Ich meine, also ganz ehrlich, für Waffen kann man auch einen normalen 3D-Drucker benutzen. Aber vielleicht kann man damit ja bessere Waffen herstellen. Okay, jetzt sollen wir hier... Lass mich raten, diese Dame finden und mit ihr reden oder so? Vorsicht, ich wäre so. Jojo, keine Sorge. Wir schleichen uns durch die Büsche. Wir sind noch nicht nah genug dran. Ich sehe keinen Scharfschützen auf dem Dach. Ja, wir müssen mit Shelby sprechen. Oh, hallo! Warte, bis er uns sieht. Sieht uns gar nicht. Ist ein bisschen dezent blind. Auf beiden Augen. Na gut. Wir gehen hinten rein. Man muss ja jetzt nicht unnötig den Bodycount erhöhen hier. So, hat das Ding Hintereingang? Hab mal wieder überhaupt nichts aufgeklärt. Ja, ich gehe mal langsam. Ich hab nichts Falsches getan. Okay, das ist das andere Gebäude. Langsam vorgehen gibt einem viel mehr Zeit, um irgendwie sich umzuschauen. Und so ein bisschen Entschleunigung ist ja auch ganz gut, denke ich. So, hallihallo, hallöle. Da ist der Ausgang, stimmt's? Nein, stimmt nicht. Dame ist oben. Ich passe auf mich auf. Danke. Hallo Fury. Ich habe hier mal einen neuen. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich Fury war. War so schnell vorbei. Aber ich habe Fury wieder mit einem neuen Rucksack ausgestattet. Oh, ich. Was ist denn? Was zum Teufel? Wer sind Sie? Hallo Shelby. Ich bin jemand, der Infos will. Ich will Ihnen nichts tun. Sie sind nicht von Sentinel? Diese Wichser, die haben alle getötet. Mein Beileid. Hören Sie, ich muss wissen, was Sie mit dieser Ausrüstung machen können. Mit den richtigen Blaupausen? Alles. Und damit meine ich wirklich alles. Wir haben einen Prototyp. Er stellt Metalllegierungen her. Man braucht nur die Rohmaterialien und dann druckt er in jeder chemischen Konfiguration. Die Anwendungsmöglichkeiten sind endlos. Unser Generator könnte die Energieindustrie revolutionieren. Geräteteile und Strom aus Dreck. Und das ist nur der Anfang. Strom aus Dreck? Oder Waffen vom Himmel? In den falschen Händen könnte das richtig gefährlich sein, ich verstehe. Wir waren dabei, alles zu verändern. Diese dämlichen Soldaten haben die zwei Komponenten mitgenommen, die der Drucker braucht, um die Rohmaterialien umzuwandeln. Die Wissenschaft findet einen Weg, billig Energie zu produzieren und diese Bastarde stehlen meine Ausrüstung, um Waffen zu machen. Mit den Teilen könnte ich meine Arbeit fortsetzen. Das könnte hier viel bewegen. Oh, das Geschick der Welt vor Sentinel zu beschützen, erscheint mir doch recht wichtig. Die einzige Frage ist, wo muss ich hin? In Smuggler Coves gibt es einen Hafen. Sollte von hier aus leicht zu erreichen sein. Die zweite Komponente ist bei einem Sentinel-Konvoi. Ich zeige Ihnen, wo. Okay. Erste Komponente aus Hafen klauen. Zweite Komponente. Für die zweite Komponente müssen wir dann einen Hinterhalt für einen Konvoi legen. Ja, warum habe ich denn jetzt Stück auf? So, hä? Warum ist da eine Gasmaskenstation, obwohl das Event nicht aktiv ist? Naja, was soll's.
So, da ist der Hafen. Nein, da ist der Hafen. Und da fährt der Konvoi rum. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir legen zuerst einen Hinterhalt für den Konvoi. Und dann im nächsten Schritt raiden wir den Hafen. Und ich habe schon wieder vergessen, Voice Attack zu starten. Aber ich will jetzt nicht vergessen, Voice Attack zu starten, deswegen starte ich das jetzt mal ganz schnell nebenher. Es müsste gleich gestartet sein. Ausprobieren. Team zu mir. Team. Team zu mir. Zu meiner Position. Manchmal muss ich, also jetzt müsste es wieder reibungslos funktionieren. Manchmal ist es, nachdem ich es gestartet habe, muss ich immer erst einmal ein Team sagen, damit es irgendwie damit es funktioniert. So, wo sind wir denn? Ah, der kommt direkt. Ah, guck mal, da können wir den direkt da vorne abfangen, wenn wir schnell genug sind. Schneller! Los, Nomad, keine Müdigkeit vorschützen. Marsch, marsch, marsch. Wow. Hallöchen. Hektik, Hektik, Hektik. Wo ist die Straße? Wie weit ist das noch? Da ist die Straße. Ich glaube, ich habe nicht genug Zeit fürs C4 zu platzieren, oder? Nicht wirklich. Ach du Scheiße, und noch mehr Gegner hier. Ja, ich weiß. Ab hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. In den Busch. So. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Die haben es natürlich auch mitgekriegt. Feuer auf mein Kommando. Alles klar, Boss. Gehe dorthin. Bin soweit. Feuer frei. Schick. Hat er sich aber einen großen Stein als Deckung ausgesucht. So, jetzt haben wir hier allerdings, da waren so viele Patrouillen. Oh, 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 oh. Feindkontakt im Wald. Da. Konzentration! So. Gebiet sauber. Amazon-Drohne, die treffe ich eh nicht. Es wäre so schön, wenn ich noch treffen könnte. Ja, warten wir erstmal, was mit dem Auto hier ist. Was die so machen. Fahren die weiter? Kommen die hierher? Die kommen hierher, okay. Huch. So, gut. Was müssen wir mit dem LKW machen? Nur die Komponenten rausholen. Gut, das war das erste. Zeig mal her. Druckerteil, ja. Ja, schon cool, was die so erzählt hat, ne? Wenn sowas gäbe, wäre schon mega. Aber ich weiß ganz genau, dass es in unserer Welt genauso kommen würde wie hier im Spiel. 100 pro. Die ersten, die sich das unter den Nagel, die Technik unter den Nagel reißen. Wäre die Waffenindustrie. Zack. Und da haben wir auch wieder die Echelon-Sicht. Wunderbar.
Ach komm. Ah ne, den habe ich ja platt gemacht. Es sind halt ein paar Kilometer. Zwei. Bis zum Hafen. Deshalb möchte ich da. Ne, von der anderen Seite rein. Steig ein. Hat doch sehr gut funktioniert. Hallo? Achso. Ja, steig ein. Fix it. Da kommt Vasili mit der riesen Tech 50. Und Fury mit der P90. Will ich ehrlich gesagt auch gerne nochmal spielen, die P90. Ich hätte mir auch kein Motorrad nehmen. Aber ich wollte mal ausnahmsweise alle dabei haben. Wer fährt denn da so komisch? Wer fährt denn da so komisch? Panzerglas, ne? Die haben halt sehr harte Köpfe. Unsere Kameraden haben sehr harte Köpfe. Oder sind einfach nur unglaublich stark. Die hauen halt einfach Panzerglas aus. Ja, wobei so richtig Panzerglas sind, ist ja in diesen gepanzerten Fahrzeugen auch nicht. Man bekommt ja sogar im rundum geschlossenen Schützenpanzer eine Kugeln ab. Also wundert mich eigentlich gar nichts mehr bei diesem Spiel. Ist halt auch keine Simulation, sondern halt ein Actionspiel. Ja, darf man eigentlich auch nicht vergessen. Des Vergessens mache ich mich auch des Öfteren schuldig. Einfach weil das Spiel so viel Potenzial hat. Tech hat ja auch gesagt, schon ein paar Mal, dass ich seiner Meinung nach mit meiner Einstellung eigentlich 24/7 Arma spielen müsste. Und dass ich eigentlich gar keinen Spaß an Ghost Recon haben könnte. Oder kein Was ist denn das hier? Keinen Spaß dran haben dürfte, theoretisch. Okay. Ich will da nur die Straße. Dankeschön. So, und dann schauen wir mal, wie wir, wo wir da reinkommen. Das da sieht doch sehr gut aus. Alles aussteigen. Das hier sieht doch aus, als könnte man da gut abspringen. Erstmal scouten natürlich. Naja, so natürlich ist das bei mir nicht. Wir wissen halt natürlich jetzt nicht, wo dieses Teil ist. Achtung, wir haben neue Gäste bei der Party. Was? Achso, bestimmt da oben Auto, das vorbeifährt. Gut, dann würde ich sagen, wir troppen einfach rein, aber wohin? Wenn ich hier auf diesem Dach landen könnte, oder zumindest dahinter, könnten wir diesen Scharfschützen ausschalten. Und ansonsten haben wir hier ausnahmsweise tatsächlich gar keinen Scharfschützen. Der nächste Scharfschütze ist hier. Und ansonsten ist alles soweit. Da hinten ist noch einer. Okay. Gut. Auf geht's. Ausführung. Natürlich läuft der Scharfschütze gerade jetzt zurück. Dann lande ich lieber safe da hinten dran. So, zücken wir mal die Pistole. Habt ihr übrigens gewusst? Man kann auch von der Leiter aus schießen. Nur Laser. Ich kann jetzt nicht da hoch. Geh doch mal weg, Mann. Oh, er hört auf mich, wie nett. Das war kein guter Schuss, das war eine Hinrichtung. So, wir sind hier. Sentinel-Soldaten wissen mehr. Okay, Sentinel-Soldaten wissen mehr.
Welche Sentinel-Soldaten? Da haben wir einen. Ein Brecher auch noch. Haben wir keinen irgendwie, der irgendwie so bei uns wäre? Nee? Sehr schade, keinen hier im Gebäude, nein. Da in dem Gebäude auch nicht. Nun, das verspricht Action geladen zu werden. Ah, guck mal da, direkt am Eingang. Direkt am Eingang, beim Funker. Wenn wir da hinkommen würden... wäre natürlich perfekt. Wobei, man kann seit, ich glaube, dem letzten Update den Informanten Headshot geben, ohne dass die sterben. Vorher musste man denen in die Beine schießen oder in den Oberkörper oder so, aber nicht den Kopf. Muss aufpassen, wo ist denn der Generator? Haben die hier überhaupt einen Generator? Ich frag für einen Freund. Yay, ein bisschen Z-Fighting, C-Fighting, Z-Fighting, wie auch immer. Texturen kämpfen um die Vorherrschaft. Ich sehe keinen Generator. Das ist natürlich schade, was diesen Geschützturm hier angeht. Kriege ich dann halt nicht ausgeschaltet. Wie kommen wir denn am einfachsten zum Haupteingang? Voila, das ist eine kleine Deckung. Das ist echt eine schlechte Deckung hier. Das ist eigentlich gar keine Deckung. Da. Kann ich da auf den Zaun? Ah, knapp daneben, ist auch vorbei. Ein Spritzchen bitte. Dankeschön. So. Ziemlich gut. So, gucken wir mal, ob wir das irgendwie gedeichselt kriegen. Ja, sind sie. Genau, bis sie jemand gegen euch richtet, ganz genau. So, wir haben da sehr viele Gegner. Wir haben auf jeden Fall einen Funker und noch einen anderen. Habe ich eben gesehen. Oh. Oh Mann. Ich habe hier einen Toten. Hast du nicht. Vorsicht, sie werden angegriffen. Was? Die Person flüchtet. Die wissen, dass wir hier sind. Okay, man kann also, kann ihn wohl doch nicht in den Kopf schießen. War eine Fehlinformation, tut mir leid. Ich hab's bitter bereut. Schießen auf uns. Roger. Alle wachsam bleiben. Mehr weiß ich nicht. Das war alles. Gut, dann stirb. Im Lagerhaus. Lagerhaus ist wo? Da, wo wir gerade waren. Na toll. Scheiße, ja. Direkt hinter dir. Oh wei. Geh weg. Bring dir's hin. Ja. Wäre was sind die mir nicht in der Front gestanden, wäre das. Oh, oh, Schalldämpfer abkommen. Oh, nice. Hab ihn. Bin verletzt. Minigun ausgeschaltet. Heile mich. Brauche Deckung. Ja, Fixit hat meinen Rücken. Sehr schön. Du kannst gar nicht. Mehr als du. Ich finde es so schade, dass man die Dinger nicht hier nicht explodieren lassen kann. Das war immer das Geilste in Wildlands, diese Gastanks explodieren zu lassen.
Aber es geht hier nicht. Man kann hier nur die hier explodieren lassen. Ich meine, das ist geiler als ein Wildlands, muss ich zugeben. Aber... Volle Deckung, bitte, bitte, bitte. Danke. Wo ist er? Wo ist er? Buh. Gut, er lebt nicht mehr. Das ist aber irgendwo noch ein Minigunner. Der Sniper hat mich gesehen. Hä? Ah, sehr gut. Ah, komm. Oh. Komm, ein paar. Das? Habe ich ihn getroffen? Ich stoße vor! Schwer zu fest gebohrt! Haha! Hui! Das ist der andere Scharfschütze von da hinten. Ja, muss nachladen. Scheiße, der Sniper drückt gleich ab! Der drückt nie wieder ab. Gut, so, wo ist das Zeug? Schnappen und dann raus hier. Gut, sieht genauso aus wie das andere Teil. Alles klar. Zurück zu Shelby. So, wir klauen uns jetzt den Heli und dann sind wir weg hier. Wir extrahieren mit dem Heli. Oh, ist ein Kampfheli. Okay, zwei von uns extrahieren mit dem Heli. Ne, ist doch kein Kampfheli. Schade. Also einsteigen. Und ab geht die wilde Fahrt. Ja, es war nicht ganz so smooth, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wir haben das doch noch ganz schön hingekriegt. Ich verbuche es trotzdem als Erfolg. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und das ist doch die Hauptsache. Die fliegt halt einfach elends langsam. Aber um die Illusion ein bisschen. Die Illusion des Schnellfliegens etwas zu ja, erhöhen. Einfach nah am Boden fliegen. Vielleicht nicht über den Boden rollen, aber. Hey, hallo! Ich vermisse so sehr die klassische Helikoptersteuerung aus Wildlands. Ja, Feuer! Räumen wir mal auf hier. Bin getroffen, bin verletzt. Ihr könntet zur Abwechslung mal treffen. Geh runter, bin verletzt. Ich sogar jetzt umgucken können, aber es geht nicht. Mein Gott, ihr trefft ja gar nichts. Gib mir Deckung, ich muss mich heilen. Ich muss mich verbinden. Ein Wasser tötet alles, was sich bewegt. Wird gemacht. Aber noch Feinde hier? Ganz da hinten, die sitzen noch im Auto. Na gut, von denen geht keine Gefahr aus.
War vielleicht nicht die beste Idee mit einer Kugel im Bein. Yo, Shelby, ich hab deine Druckerteile. Es geht nicht, weil wir im Kampf sind. Na toll. Jetzt sehe ich die natürlich nicht mehr. Ja gut, dann statten wir denen mal einen kleinen Besuch ab. Klopfen mal an die Scheibe. Tu vielleicht eine Granate dabei? Nee. Eine schnell fliegende Granate haben wir. Ach, guck mal, kommen sie jetzt doch. Was sind sie ja? Gut. Dann zurück zu Shelby. Shelby ist ein cooler Name. Finde ich. Gefällt mir. Heieiei. Wer stöhnt? Shelby, warst du das? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir werden es nie erfahren. Na sieh mal an, sie leben noch. Ich fasse es nicht, dass sie das geschafft haben. Aber eine Sache brauche ich noch. Ich höre. Die betriebsfähigen Blaupausen für die Drohnen. Ich ertrage es nicht, dass meine Technologie zur Herstellung von Waffen missbraucht wird. Aber mit den Blaupausen könnte ich einen Weg finden, Sentinels Kriegsmaschinerie zu stoppen. Und wo genau finde ich diese Blaupausen? In der Drohnenfabrik? Richtig. Sie werden sicher streng bewacht, aber ich muss diese Blaupausen haben. Wir entwerfen eine Stadt, die auf dem Mars entstehen könnte. Wirklich? Okay, ich hole sie, aber konzentrieren wir uns erst einmal auf die Rettung der Erde. Das finde ich so schade, dass es... Ja, dass diese Sachen halt keine wirkliche Auswirkung haben. Ach du Scheiße, 9 Kilometer? Nein. Nein. Wir gehen dahin. Da waren wir doch eben schon mal hier, bei dem... Also, für mich eben. Ich nehme hier gerade die dritte Folge am Stück auf. Mit eben meine ich die Mission mit dem Naturdings da, mit dem Typen, der jetzt tot ist. Also, inoffiziell, also falsch tot. Den wir tot erscheinen lassen haben. Aber wenn wir schon am Biwak sind, dann kann ich auch gerade mal noch meine Bandagen noch mal auffüllen. Zack, zack. C4 auch. Spritzen auch. Und das war's. Gut. Und dann klauen wir ein paar Blaupausen. Warum auch nicht? Da vorne hin müssen wir. Ein explodierendes Holzboot. Ich dachte gerade, da liegen Schafe. Die Steine. Ich dachte, was sind das für komische Steine? Ja. So, dann bin ich mal gespannt. Schön auf Scharfschützen achten. Wie nah muss ich ran? Ist die Frage. Damit ich eine Erklärung bekomme, was ich hier genau tun soll, beziehungsweise wo ich hin soll. So, hier. Gut. Wir müssen Sentinel-Soldaten befragen. Na toll. Das hasse ich ja. Ich höre Überwachungsdrohnen. Drohnenpilot. Da haben wir einen Paketboten, der was weiß. Oh, das ist ein Malfass. Ne, eine Murmur. Was macht denn Murmur hier? Flugdrohne erfassen. Roger, bringe mich in Stellung. Aufwärtszeichen, Dursley.
Problem ist, wenn die da runter geht. Wissen die direkt, was Sache ist. Ich muss einen Punkt finden, wo es keiner merkt. Das dürfte schwierig werden. Das ist eine Mischung aus schwierig und unmöglich, so viele Wachen wie da sind. Okay, und Zeichen. Na toll. Das Ding musste jetzt ja lautstark explodieren. Das ging ja auch nicht anders, ne? Die VIP will die Biege machen. Nein! Die wissen, dass wir da sind. Na toll, der ist schon weg, quasi. Wir sind nicht allein! Der Feind ist in diesem Gebiet. Ach toll, da fliegt meine Info. Komm zurück! Naja, das war's. Dann muss ich mir eben einen anderen schnappen. Das war's. Okay, Schalldämpfer ab und auf geht's. Okay, wer will ans Geschütz? Fury will ans Geschütz, ja. Steig doch rein! Mein Gott. Feuer! Haha, nice. Feuer! Bisschen Chaos, warum auch nicht? Bitte schieß mal auf den. Rakete, Rakete, Rakete! Rapante, Rapante! Meep, meep, meep! Oh, ich bin schwer verletzt! Ich bin schwer verletzt! Ja, ich bin schwer verletzt! Nicht so geil. Ich wurde halt übel angeschossen im gepanzerten Fahrzeug. Oh, nein, 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 nein. Oh Gott, war das knapp. Ich bin gleich tot. Ich korrigiere, ich bin jetzt tot. Ich hatte es ja schon mal erwähnt, das ist so lächerlich, dass man in einem gepanzerten Fahrzeug halt einfach auch getroffen wird. Oh Gott. Na toll. Prima. Na gut, okay. Dann machen wir das Ganze eben nochmal. Vielleicht ist entdeckt werden und mit dem Panzer durch die Basis fahren nicht der beste Weg. Und da ich jetzt weiß, dass die Murmur explodiert, wenn sie getroffen wird, ist der Alarm im Spiel? Der Alarm ist im Spiel. Okay. Ist das wegen mir? Noch von eben? Was ist das? Was ist da los? Was ist das? Das hatte ich ja noch nie. Ich meine, scheint keinen Einfluss auf die Wachen zu haben, aber... Feindliche Schütze! Wie hart verpeilt kann man sein? Heilige! Aber immerhin ist es einer mit Infos. Ja dann, schieß mal los. Wo ist denn das Ding? Aber siehst du, ich habe den eindeutigen Kopf getroffen. Was muss ich dazu wissen? Hm? Ich habe dir alles gesagt. Alles. An mehr erinnere ich mich nicht. In der Fertigungshalle. Und das ist welches Gebäude? Das rechte, alles klar. Oh. Guten Tag, aber nein, danke.
natürlich haben die was bemerkt. Gab's gerade eine dicke Explosion. Nervig mit diesem Alarm. Okay, der Alarm ist nicht an, scheinbar nicht an den Strom gekoppelt. Ich muss weg hier. Ja, wisst ihr das? Team, Feuer frei. Alle unsere Kameraden waren tot. Ich hasse diese kleinen Drohnen. Ich hasse sie. Vor allem, wenn eine Waffe wechseln auf die Sekundärwaffe länger dauert, als die Hauptwaffe nachzuladen. Was halt auch nicht unbedingt so realistisch ist. Aber gut, ich meine, Nomad muss ja die Waffe erst an den Rücken pappen. Einfach so, keine Ahnung, magnetisch oder so. Es gibt ja keine Schlinge. Ja, leider. Mein Gott. Ja, ja. Der Alarm ist immer noch da. Ich packe jetzt aber mal, vorsichtshalber, anstatt dem Fernglas eine EMP-Granate ein. MK2. Schön großen Radius. Falls mir nochmal so ein paar Drohnen um die Ohren fliegen. Tatsächlich noch nie gesehen. Ein Gewehrkolben. Funker. Da war aber noch einer, glaube ich, gerade. Ich weiß es nicht. Ob gerade einer weggerannt ist oder ob das nur noch die Fallanimation von dem war. Okay, ist keiner weggerannt, alles klar. Ich habe langsam hier ein paar Frame-Drops. Ich weiß nicht warum. Schauen wir mal. Ja, die Performance ist irgendwie. Aus irgendeinem Grund läuft meine Grafikkarte auch auf Anschlag. Und dabei habe ich eine RTX 3070. Also meine GTX 1080 Ti vorher, die hat das besser hingekriegt. Baby? Ich bin noch nicht ein Baby. Ich bin kein Baby. Sehe nicht.
Oh, oh. Okay. Da war nicht viel Zeit zum Reagieren. Ihr merkt schon, ich konzentriere mich hier gerade ein bisschen. Deshalb rede ich auch nicht so viel. Aber deshalb sind wir bis jetzt auch noch nicht entdeckt. Wie viele nur die beiden? Ja, bestimmt. Da ist der Bote. Tarnspray wäre so nice. Gerade. Oh. Wie? Okay. Drohne ist unschädlich gemacht. Sehr gut. Der erste Schuss ging irgendwie durch. Bestimmt jemand, um das zu untersuchen. Wobei, vielleicht kriegen sie es auch gar nicht mit, weil Tag ist. So, die Typen da auf dem Dach. Wie kommen wir hoch? Da. So unlogische Leitern einfach. Na toll. Und wieder entdeckt. Prima. Oh. Team, Feuer frei. Feuer frei. Oh ne. Danke. So. Jetzt verarzte ich mich. Jetzt verarzte ich mich weiter. Oh ne, 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 ne. Oh Mann. Ich komme immer zum falschen Zeitpunkt. Mission könnte schon längst erledigt sein. Danke, Fixit. Ah, ach, dachte ich, starte gerade schon. Team, zu mir. Hier soll mich jetzt jemand decken. Nee, nee, nee. Eieiei. Ich habe nicht mehr so viele Bandagen. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich mich jetzt schon angefangen habe zu verbinden. Oh, scheiße. Nicht noch einmal. Na toll, und... War voll unnötig, mich zu verbinden. Aber ich kann schießen, das ist gut. Wie viele Drohnenträger sind denn hier? So, wir haben hier ein kleines, dezentes Problem jetzt. Oh, ich spucke Blut, das ist auch nicht gut. Wo, wo, wo? Das war nah. Da. Ah, jetzt hat es nur den Schatten von hier. Gut. Nice. Ich
Wie viele Gegner sind da noch? Noch genug, so wie es aussieht. Sehr gut. Laden nach. Ich gehe mal schauen, ob es da hinten Bandagen gibt. Wobei. Ah, shit. Das war der eine Treffer zu viel. Habe ich wieder Bandagen? Waren da welche irgendwo? Warum habe ich wieder Bandagen? Naja, ist mir egal. Hauptsache, ich habe welche. Wie viele habe ich? Reicht's für alles? Das wäre genial. Also hatte wohl irgendeine Leiche, vielleicht der da, hatte dann wohl Bandagen fallen lassen. Auf jeden Fall sind die Bandagen jetzt wieder leer. So. Gut. Freunde der Sonne. Da hinten war einer. Ich hab's genau gesehen. Das ist eine Ratte? Oder vielleicht auch nur ein Schatten. Okay. So, gut. Naja, gut hängt von der Perspektive ab. Oh Gott. Jetzt ist so. Oh Gott. Ja, toll, natürlich zwei genau. Oh Mann, wie dumm. Ach, wie dumm. Wie dumm. Habe ich eben gesagt, ich konzentriere mich? Ja, und dann habe ich wieder mehr gesprochen, ne? Habe ich wieder mehr gesprochen und da war es wieder vorbei mit der Konzentration. Ah, verdammt. Team, mitkommen. Ja, ich wollte auf dem Fallschirm darunter, Mann. Nein. Mache ich nicht. Hoppala. Ah, doch, komm. Die schießt überall hin, außer dahin, wo ich hinziele. Oh, hallo. Alarmbereitschaft lässt nach. Die denken, dass wir weg sind. So, dann schauen wir doch mal, ob wir den wieder so cool weghauen können. Hallo. Hey. Hallo. Hat diesmal nicht so schnell geklappt, der ist zu schnell aufgestanden. So. Hallo du. Ja, ja, sauberer Schuss. Was wollen Sie? Ich will die Mission jetzt schaffen. Das will ich. Vielleicht sollte ich einfach mal dahin gehen, wo ich hin soll. Oh, na toll. Ganz toll, ganz großes Kino. Schlechter Punkt. Ich gehe jetzt da rein. Ich gehe rein. Genau, Muchachos. Da muss ich rein. Ja, das tut er. Tut er, tat er, was auch immer. Hallo, hallo? Links da? Gut, alles klar. Ich will nur die blöden Blaupausen haben, da bin ich wieder weg. Gut, dann haben wir die Blaupausen. Wunderbar. Und jetzt wieder mit Shelby sprechen. Und dafür... Für das bisschen... Dafür ja, drücke ich mich die ganze Zeit hier rum.
bin hier falsch. Klar geht's raus. Vielleicht gibt es noch ein paar Drohnenteile. Ein bisschen Glück, wenn ich das Teil finde. Oh shit, die habe ich ja ganz vergessen. Oh Gott. Okay, gut. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Unser Fluchtwagen wartet. Team, zu mir. Komm zu mir, los! Ja, ja. Ich glaube, wir haben dringendere Probleme. Als ins Biwak zu müssen. Los, Fury, komm, mach doch! Was machst du denn? Man spaziert da ganz, ganz gemütlich rum. Wir müssen hier weg. Los, Fixit! Fixit, los! Abmarsch. Dass die einfach so langsam fahren, rückwärts. Die fahren rückwärts im 0,5. Gang, so wie es aussieht immer. So. Hui, 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 hui. Das war mehr ein Überfall als ein... Also ein erfolgreicher Einsatz, aber ich meine, das Resultat zählt. Wir sind außerhalb des Gebiets und können dann jetzt die 9 Kilometer Schnellreise antreten. Und zwar wohin? Da ist ja gar nichts in der Nähe. Das hier erinnert das nächste. Dead Horse Swamp. Der Todpferd-Sumpf. Der Sumpf des toten Pferdes. Aber hier immer ein Auto. Sehr gut. Gut, ich denke, dass es damit erledigt ist. Deshalb werde ich jetzt mal keine neuen Bandagen bauen. So, wo müssen wir denn genau hin? Da hinten. Also, wenn wir auf die Hauptstraße kommen... sind wir relativ schnell da. Durch die vielen Tode sind die Gegner zwar respawned, aber die werden sowieso respawned, allein schon durch die Schnellreise und durch die große Entfernung. Oh, doch nicht Hui, schade. So. Dann versuchen wir die Tode hier zumindest mal zu minimieren. Ja, ja. So. Hi, Shelby. Dass Sie wirklich alles bekommen haben. Danke. Keine Ursache. Ich werde die Blaupausen jetzt hochladen. Sollte nicht lange dauern. Währenddessen sehen Sie sich gern im Labor um. Sie haben mir wirklich geholfen und ich bin mir sicher, Sie finden hier einiges, das Sie im Kampf gegen Sentinel unterstützen kann. Das weiß ich zu schätzen. Werden Sie klarkommen? Ja, ich werde bei dem Drucker bleiben und verspreche Ihnen, dass ich mich verstecke. Vielen Dank für alles. Gerne, gerne. Nein, ich habe gar nichts gemacht. Füllhorn abgeschlossen. Sehr schön. Wunderbar. Ja, es war eine schwere Geburt. So ein Mitleidsabo und ein Mitleidsdäumchen und Mitleidsglöckchen wären sehr gern gesehen. Ich glaube sogar noch die Kokosnüsse oder Kiwi oder was auch immer das da war. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen euch. Wir sehen uns. Ja, genau, nicht euch. So, wir sehen uns.